Hallo und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir wollen heute wieder auf die kommende Handelswoche schauen, welche vermutlich etwas gemütlicher beginnen wird, denn die US-Indizes machen nicht mit, die machen blau. Es steht Feiertag an und der DAX ist erstmal auf sich alleine gestellt für den Start in den neuen Monat. Beginnen wir da mit unserem Blick auf unsere Chartreihe. Wie immer starten wir im DAX Monatschart, den ihr hier sehen könnt. Jede Karte stellt einen Monat dar. Ebenso zu erkennen, dass der DAX ein bisschen Mühe hat, wieder mal einen Hochpunkt anzulaufen. Seit 2005, hier war der letzte Hochpunkt 2005, hat er nicht mehr wirklich geschafft, einen signifikanten neuen Hochpunkt zu starten. 2017 hier ging es eigentlich bloß noch zickzack hin und her. Der DAX konsolidiert also seitwärts. Er konsolidiert seitwärts seinen starken Bullmarkt, welcher seit 2009 aktiv ist, und hätte dann durch die Seitwärtskonsolidierung irgendwann mal wieder die Möglichkeit, nach oben durchzustarten. Bevorzugt gerne im vierten Quartal, wo es gerne mal eine positive Performance gibt, hätte der DAX dann lang genug seitwärts konsolidiert, den überkauften Bereich abgebaut, könnte dann mal wieder durchstarten. Ein Problem, der DAX hat ein schönes Bild ab, bildet ein schönes Bild ab, der hat seinen Bullenmarkt schön durchgelaufen und jetzt in den Seitwärtskonsolidierung baut ihn etwas ab, könnte weiter marschieren. Das Problem ist, die US-Indizes, die haben keine Konsolidierung hingelegt, die haben auch keine Korrektur hingelegt, sie sind einfach immer steil weiter gelaufen. Immer steiler, immer weiter vom Allzeithoch zum Allzeithoch und hier besteht nun schon eine große Divergenz zum DAX. Denn wenn der US-Markt nun irgendwann mal doch mal eine Korrektur übergeht, wird der DAX Probleme an sein schönes Bild, was er hier aufgebaut hat, mit der Zwischenkonsolidierung im Bullenmarkt zu halten. Möglich wäre natürlich, dass die US-Indizes auch in einer Seitwärtskonsolidierung übergehen, wie der DAX hier, ne? Dass die einfach seitwärts jetzt konsolidieren und keine große Korrektur hinlegen. Dann könnte der DAX mit einer leichten Anstiegsbewegung diese Divergenz, die aktuelle Divergenz, wieder abbauen. Aber falls eben der starke, historisch lange Bullenmarkt im US-Markt steil korrigiert wird, dann wird der DAX Probleme haben, diese schöne Seitwärtskonsolidierung zu halten. Dann könnte es erst doch mal einen deutlichen Schwung nach unten geben. Schauen wir aber auf die Morgen. Das ist das Problem, was ich euch hier erwähne. Primär erzähle ich euch die Charttechnik vom DAX. Aber im Hintergrund darf man nicht vergessen, dass es eine fiese Divergenz zum US-Markt gibt, die einfach entscheidend ist und einen wichtigen Impuls setzen wird. Bleiben wir jetzt aber beim DAX und wir haben hier die erste Marke beim 23,6er Retracement und das mittlere Bollinger Band aktuell bei 4,80, steigend im kommenden Monat Richtung 500. Da wäre die 4,40 und die 500 wäre im Monatschart ein erster wichtiger Widerstand. Darüber könnte wieder etwas Aufhellung stattfinden. Und unterhalb bleibt der DAX jedoch etwas angeschlagen. Da geht es halt im Zweifel wieder zum Tiefpunkt der Vormonate, den ihr wunderbar sehen könnt. Der DAX hat eigentlich nur eine Seitwärtsphase. Die Monatskerze waren alle in einer ähnlichen Dimension. Dann wird es wieder unterhalb hingehen, also unterhalb der vom mittleren Bollinger Band 500 und der 440 wird es wieder hier hingehen, das war die 12.100. Aber diesmal wird es eher noch eine Stufe tiefer gehen. Dann wird der, zeige ich euch gleich im untergeordneten Chart, ist das besser zu erkennen, dass man dann die 12.100 mal nach unten verlassen. Und vielleicht hier Richtung dieses Retracement laufen. Das wäre 730, 11.730, was ja nicht ganz angelaufen werden muss. Hier hat man nämlich schon einen interessanten Tiefpunkt, da war knapp unterhalb der 11.900. Und dann hier war zwar die 37, wurde das Retracement getestet, aber dieser könnte vielleicht schon hier abdrehen und hätten wir so eine Art ISKS-Formation, die wir ausbilden, also umgekehrte Schulterkopf-Schulter-Formation, wo man dann DAX im vierten Quartal nach oben durchstarten könnte. Das wäre eine Idee, ein sauberer Rutsch knapp unter die 12.000, wird er einfach noch gut ins Bild passen, wird auch gut für die, wird den Bullen auch gut stehen. Also DAX hat wirklich eine gute, hat einen guten Bullenmarkt hingelegt, ihn gut konsolidiert, er hätte die Chance nach oben langsam wieder durchzumarschieren. Es braucht vielleicht eine kleine Umkehrformation und dann nochmal der Rutsch unterhalb des 12.000 könnte diese Umkehrformation liefern. Problem im Hinterkopf, nicht vergessen, die große Divergenz zum US-Markt, die dürfen nicht stark nach unten korrigieren. Aber zoomen wir weiter hinein in den DAX-Wochenchart und schauen wir uns mal genauer die Marken an. Hier ist nur jede Kerze eine Woche. So erkennen auch weiterhin die große SKS-Formation. Die habe ich euch bereits zum Beginn des Jahres hier gezeigt, als es runterging, dass man wahrscheinlich hier eine SKS nachbilden wollen, ohne diese zu aktivieren. Ich erwarte nicht, dass diese aktiviert wird, sondern wir einfach diese nachbilden. Der DAX neigt dazu und dann nach oben wieder durchmarschieren. Die SKS ist fast fertig ausgebildet. Es fehlt ein letzter signifikanter Rücksetzer, wo dann Kaufkurse, wo dann auch die großen Investoren wieder einsteigen. Wichtig an der SKS hier,
die ganz wichtige Marke ist hier unten zu finden, ist die IRF 1600. Aber da kommt das der SMA 200 noch an, vielleicht. Kurz Stop-Loss-Fishing wäre hier noch möglich, und dann im SMA 200 halten. Ne? Die kann man jetzt gerade, den GT200 kann man auch noch im Hinterkopf behalten. Aber wichtig ist die IRF 1600, weil sonst würde die SKS-Formation aktiviert werden und dann hätten wir wirklich eine ganze Zeit kein bullisches Szenario mehr. Dann sehen wir die wirklichen Kaufkurse erst wieder knapp unterhalb der 10.000. Diese darf also nicht unterschritten werden, sonst droht eine böse, böse Umkehr. Bis dahin hat der DAX aber wirklich viele gute Rebound-Möglichkeiten, um viele gute Rebound-Möglichkeiten abzudrehen Richtung Allzeithoch. Schauen wir nicht ganz so großflächig, gucken wir daher erstmal auf die Wochenkerze von der letzten Woche, die war hier. Der S&P 100 aktuell bei 12.300 konnte halt bieten und eben die 12.600. Wichtige Mega-Break-Marke ist die 12.650. Oberhalb des 12.650 wäre der Weg Richtung 13.200 relativ frei und oberhalb der 13.200 droht eben auch das Allzeithoch. Also wichtige Marke ist, also die 12.650 nach dieser bärischen Kerze in der kommenden Woche eher unwahrscheinlich. Da könnte es hier ab 4.30, hier sind die Vorwochen, wo der Hochpunkt gesetzt wurde, 4.30, 4.50, könnte hier schon der Weg sehr beschwerlich werden. Interessant zum Start ist auch dort der S&P 100 sein, welcher dann morgen bei knapp 320 verlaufen dürfte. Kommen wir oberhalb rein, hätten wir weiterhin den S&P 100 als Support. Das wäre eine wichtige Unterstützung und Widerstände. Wenn er auch gerne mal übersprungen durch den Start in den Tag, falls er gleich Start unterhalb befolgt und oberhalb, kann man diesen einfach aus dem Weg gehen, diesen Marken. Also Start oberhalb könnte nochmal eine Spanne, wie gesagt, so 4,30, 4,50 ermöglichen. Darüber könnte sich das Bild noch etwas auffällen und es könnte wieder eine kleine Übergangswoche drohen, dass quasi nochmal eine ähnliche Kerze daneben gesetzt wird und dass es ein neues Signal gibt, so wie hier zum Beispiel. Doppelte Gipfelkerze. Unterhalb bleibt die Sache angespannt, 4,30, 4,40. Starten wir aber nur unterhalb der vom S&P 100 rein hier, bei unterhalb der 3,20 rein, besteht gleich bärischer Druck. Ja, dann geht es Richtung 2,70, wir sind in 2,20, 160, dann geht es eher Richtung Juni-Tiefe. Hier ist der Juni-Tief bei 105. Nochmal ein dritter Test, verläuft eher selten positiv, dann droht eher nochmal das da durchrutschen. Rechnung 12.000 und 11.900, das seht ihr gleich im untergeordneten Chart mit besser. Also grob einteilen, der S&P 100 hier bei 12.300 leicht steigen, Rechnung 320 und 650 bleibt der DAX neutral. 650 ist eher unwahrscheinlich in der kommenden Woche, es wird schon ab 4.30, 4.40, 4.50 Probleme geben. Unterhalb vom S&P 100 droht nochmal der Test des Juni-Tiefs bei 12.100. Schauen wir mal in den Tagesschart hinein, wo wir die kleinen Zwischenmarken besser erkennen als im Wochenchart. Hier ist nämlich auch eine Formation zu erkennen. Das ist nämlich ein Keil, ein fallender Keil, eine typische bullische Formation. Jetzt mit dieser vielleicht nochmal ansteuern wollen. Wir erkennen ja sehr gut die Anstiegssequenz, die letzte hier, dass der DAX hier mit bärischen Kerzen teilweise gearbeitet hat, immer wieder doch da oben ausgegangen. Es war sehr mühevoll anstrengend, wollte gar nicht richtig mitgehen, aber er ist mitgegangen, weil die US-Indizes von Allzeithoch zu Allzeithoch gelaufen sind. Ist er hier mitgetabbelt, aber an den ersten wichtigen Marken hier am EMA 100, EMA 200 ist er dann doch abgeprallt. Auffällig war auch das abnehmende Volumen in der Anstiegsbewegung und das ansteigende Volumen in der Abwärtsbewegung. Es fehlt einfach der Kaufwille oben. Man möchte tiefere Kurs anscheinend erreichen, wo man dann größer einsteigen möchte. Wichtige Zone jetzt, wie erwähnt, wäre hier auch, ne, also im Monatschart war eben, wie gesagt, schon die 4,40 war das schon relevant, im Wochenchart war dieser Bereich interessant und hier verläuft auch bei 4,30 verläuft das mittlere Bollinger Band, was ihr hier grau erkennen könnt, es ist fallend, es wird in Richtung 400 nach allmählich laufen in der kommenden Woche. 4,30 ist somit ein mittlerer Bollinger Band, ein erster wichtiger Widerstand, oberhalb, falls man oberhalb wieder hinauslaufen können, würde sich das Bild etwas auffällen. Er könnte vielleicht so eine kleine Übergangswoche Richtung 55 drohen, dass wir hier dann so einen Doppeltop vielleicht ausbilden, dann nochmal nach unten abdrehen können. Also falls wir das mittlere Bollinger Band wirklich wieder nachhaltig überwinden können, haben wir noch wahrscheinlich eine kleine Übergangswoche, eine Inside Week, dass wir uns im Bereich der Vorwochenkerze aufhalten, der Vorwochenspanne. Dann geht es Richtung 4,30,
Richtung 5,50 wäre möglich. Aber bleiben unter vom mittleren Bollinger Band, bleibt die Sache direkt angespannt über die 300, geht es Richtung 270, 220, 160 und dann eben hier auch das Unity, was wir hier besser sehen können, geht es eben nochmal dorthin. Hier kann man nochmal abdrehen, habe ich euch eingezeichnet hier. Könnt das auch gut erkennen. Geht wieder Doppeltop ausbilden, durchmarschieren, unten kann er da immer noch. Ne? Oder eben dann trotzdem durch bullische durchbrechen. Aber unterhalb bleibt die Sache prekär. Also da, unterhalb der 430 geht es Richtung 300, 270, 220, 160 und eben die 105, das Unity. Was aber sehr untypisch wäre, dass wir jetzt hier einen Boden finden würden. Eher würden wir dann diesen Keil nach unten anlaufen und die Keilunterkante aktuell bei knapp 11.900 ist fallend. Wird eben auch gut zum Monatschart passen, zu den Unterstützungen, die ich jetzt zeige, für die ISKS-Formation. Passt eben auch hier diese Umkehrformation gut rein. Es wird den Boden letztendlich wirklich gut tun, wenn wir nochmal, also im Shortbit grundsätzlich gut, dass man diesen Keil nochmal schön nach unten durchlaufen und dann stark abprallen. Das wäre für die Bullen eine Initialzündung. Ne? Da könnten man viele, viele Käufer werden hier warten, hier unten an diesem Bereich, an diese Keilunterkante und würden dann gerne einsteigen wollen. Unterhalb wird es hingegen prekär. Ne? Dann geht's, muss die 11.600 teilen, die übergeordnet wichtige Marke. Ansonsten droht eine große, große Umkehr. Bis dahin hat der DAX wohl eine schöne Rebound-Möglichkeit. Am besten nochmal knapp unter die 12.000 schauen und dort abprallen für ein erfolgreiches viertes Quartal. Nun gut, das soll es eigentlich dabei gewesen sein. Die wichtigen Marken hatte ich euch genannt. Ne? Mittlere Bollinger-Band und die bei 430 erstmal relevant und die 300 könnte die erste Spanne darstellen. Oberhalb der 430 sehen wir halt nochmal so eine Bewegung hier, dass wir Richtung 550 laufen und eine Übergangswoche ausbilden. Unterhalb der 430, 33, 300 eben die Gefahr, dass wir das Unity-Tief testen und auch mal unten durchrutschen. Aber das hätte eigentlich noch gut zwei Wochen Zeit. Aber in der nächsten Woche steht mir auch noch, auch wenn die US-Indizes erstmal mit einem Feiertag beginnen, steht dann trotzdem die nächste Entscheidung im Handelskonflikt mit China an, wenn die 2,5 Milliarden US-Dollar Strafzölle verkündet werden. Das könnte die Initialzündung sein, nochmal durchzurutschen. Aber da muss hier eben dann knapp unterhalb 12.000 muss der Haltepunkt gefunden werden. Da haben die Bullen eine sehr, sehr starke, gute Rebound-Möglichkeit, die den letzten signifikanten Tiefpunkt für dieses Jahr darstellen würde, wo man dann ordentlich nach oben abdrehen können. Problem bleibt weiterhin halt die Differenz zum US-Markt. Aber warum können die nicht auch so etwas konsolidieren? Möglich. Gut, das soll es derweil gewesen sein. Schauen wir dann mal, wie wir morgen hineinkommen in den Handel. Wahrscheinlich erstmal relativ gemütlich in der Spanne 300 Richtung 430, könnt ihr mir vorstellen. Und dann abwarten, was die US-Börsen dann ab Dienstag mitsprechen wollen. Gut, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns dann morgen auf tradingportal.net im Tradingschein und schauen und warten auf die ersten Signale. Vielen Dank und bis bald. Ciao.